Claire hält nun als Nächster das Wort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Frage ist, ob das, was wir heute beschließen, ob das gerecht ist. Gerecht wäre es, wenn wir in Europa allgemeine und gleiche Regeln für alle schaffen würden. Aber machen wir das? Nein, wir machen es nicht, sondern wir machen unterschiedliche Regelungen für unterschiedliche Länder in Europa. Die Iren haben andere Regelungen, als die Spanier jetzt bekommen sollen. Die Portugiesen haben andere Regelungen, als die Spanier jetzt bekommen sollen. Und die Griechen haben wiederum andere Regelungen, als die Spanier jetzt bekommen sollen. Alle haben viel, viel härtere Maßnahmen zu erleiden, als das, was wir jetzt Spanien aufs Auge drücken. Und das hat etwas mit Gerechtigkeit zu tun. Die in Europa, die groß sind, die lässt man, denen bringt man die Geldkoffer, und denjenigen in Europa, die klein sind, da kommt der Sparkommissar. Und das hat nichts mit europäischer Gerechtigkeit oder mit europäischer Einigung zu tun. Es hat auch nichts damit zu tun, dass wir die Verursacher tatsächlich an die Kandare bringen. Nein, das findet nicht statt, sondern wir lassen die Banken in Spanien außen vor. Die Eigentümer dieser Banken lassen wir weitestgehend außen vor. Was haben wir in Deutschland bei der HE gemacht? Die privaten Banken in Deutschland mussten 8,5 Milliarden auf den Tisch legen, weil sie mittelbar betroffen waren von einer Insolvenz der HE. In Spanien hat das nicht stattgefunden. In Spanien gibt es keine Bankenabgabe. Also wo kommt die Gerechtigkeit her, die viele hier einfordern? Sie ist nicht vorhanden. Die nächsten Schritte, die jetzt kommen werden, ist, dass wir den Boden bereiten für eine direkte Kapitalisierung des Bankensystems in Spanien. Das ist der Weg, der hier faktisch mit vorbereitet wird. Denn es wird ein Verweis darauf gemacht, auf die Erklärung der Gipfel der Staats- und Regierungschefs vom 29.06., wo ausdrücklich nach der Einführung einer europäischen Bankenaufsicht auch die direkte Bankenkapitalisierung vorbereitet wird. Und ich frage mich, gibt es das nicht schon? Wir haben doch schon die EBA. Sie muss nur direkten Zugriff auf die nationalen Bankensysteme bekommen. Das ist relativ schnell gemacht, und das wird auch geschehen. Und es wird nicht nur auf die systemrelevanten Banken beschränkt bleiben, weil am Ende geht es um das spanische Bankensystem, und da sind die systemrelevanten Banken nicht betroffen, sondern es sind die kleinen Sparkassen betroffen. Das heißt, man wird die systemrelevanten Banken mit den nicht systemrelevanten Banken zusammenfassen. Und was heißt das? Das heißt am Ende, dass die Einlagensicherung in Deutschland dran glauben muss. Wir haften am Ende mit dem Sparvermögen Deutschlands für die Einlagen und die Schieflagen von Banken in Südeuropa. Und das darf nicht zugelassen werden. Der spanische Bankenmarkt ist geprägt durch eine Immobilienblase, die dazu geführt hat, dass 1,5 Millionen Wohnimmobilien nicht gebraucht werden. Hier steht eine Korrektur bevor. Die Frage ist, wer diese Korrektur bezahlt. Bezahlt das der europäische Steuerzahler oder bezahlen das die Eigentümer dieser Banken? Und ich bin der Auffassung, was nicht systemrelevant ist, das muss von den Eigentümern getragen werden. Das darf nicht sozialisiert werden in Europa, weil es am Ende dazu führt, dass wir die marktwirtschaftliche Ordnung dann außer Kraft setzen und pervertieren. Das ist das Gegenteil dessen, was man machen muss. Es gibt keine Möglichkeit, den finalen Zusammenbruch eines Booms zu verhindern, der durch Kreditexpansion stattgefunden hat. Und genau das ist das, was in Südeuropa stattgefunden hat. Vielen Dank. Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der